Das ist eigentlich nur ein Schritt. Ich fühle einfach mal, ich bin. Die eigene Wirklichkeit ohne Bewertung und entdecke, was das bedeutet. Entdecke immer neue Aspekte des Ich Bin und lebe aus diesem Ich Bin, aus der Wirklichkeit meines wahren Seins. Das Eintreten in das Einzige, was immer ist und immer hier und immer jetzt und immer lebendig, ewig seiend. Und eigentlich kann ich gar nicht eintreten, weil ich ja nicht austreten kann. Ich mache mir einfach nur bewusst, ich war das schon immer. Das verändert sich auch nicht, das ist vollkommen. Und es wird immer sein. Und ich spüre einmal die Ewigkeit meines Seins. Und was dagegen ein Leben ist. Und trotzdem ist jeder einzelne Augenblick eine Ewigkeit in diesem ewigen Sein. Und es ist unglaublich, dass eben auch dieser Augenblick jetzt noch nie war, diese Erkenntnis noch nie war, diese Worte noch nie gesprochen wurden. Und dann erlebe ich dabei wieder die ewige Premiere des Lebens, dass jeder Augenblick einmalig ist. Und ich erlebe so das Wunder immer neuer Aspekte des eigenen vollkommenen Seins. Alles ist eins. Ich bin das eine. Durch den Klang der Ewigkeit der einen Stimme in uns erfahren wir das, was wir sind, und so erinnern wir uns. Denn jeder einzelne Augenblick ist eine Ewigkeit, und deswegen bleibt dir immer ewig Zeit. Lebe einfach aus der Wirklichkeit deines wahren Seins, und du erkennst, alles bleibt, ist und war schon eins. Die Premiere des Lebens macht deinen Frieden wahr, denn dieser eine Moment jetzt war noch niemals da. Du kannst nicht eintreten in den Raum des Lichts. Alles ist eins. Weil du nie ausgetreten bist. Es ist an sich nur einstittig. Setz mich hin, fühle, atme tief und erkenn das. Ich bin. Der Irrtum ruht im Versuch, jenes Ziel zu erreichen und sich täglich im Spiel zu vergleichen. Anstatt zu erkennen, dass du alles schon bist, immer warst, sein wirst und die Wahrheit erblickst. Gib einfach auf, was du denkst, und lausche tief in dich rein. Denn du warst es schon immer und du wirst es immer sein. Blick in dich ein und entdecke, was du bist. Jeder Aspekt ist neu und dennoch ändert sich nichts. Das, was du bist, ist leicht und wird nicht verlernt. Jene Erfahrung ist nur einen Schritt entfernt. Du fühlst es und du weißt es tief in dir drin. Es ist das eine unendliche Ich. Bin. Das ist das höchste Ziel, das die Meditierenden in Tibet oder wo auch immer versuchen zu erreichen in einem langen Leben. Und das, glaube ich, ist der Umweg, dass wir versuchen, es zu erreichen, anstatt zu erkennen, dass wir es ja sind, es zu fühlen, es zu sein und zu erleben, was diese Wirklichkeit meines wahren Seins jetzt in diesem Leben, in diesem Jetzt zum Ausdruck bringen will. Ich höre einfach auf zu werden und entdecke, was ich bin. Das ist das ganze Geheimnis. Das ist das ganze Geheimnis. Das ist das ganze Geheimnis.